Gegen Dimitrian Dreikin, ey. Auch nicht schlecht. Fairchess und YouTube. Gegen Dimitrian Dreikin habe ich noch nie gespielt. Bei dem läuft es auch noch nicht so wahnsinnig gut, ne? 27 Punkte, 17. Platz. E5 ist hier eine Drohung, da muss man aufpassen. Hat er gesehen. Das ist auch ein starker Spieler, kann ich trotzdem E5 spielen. Und dann D4, jetzt habe ich ein super Zentrum. Die Stellung ist besser für Weiß. Ganz klar. Gefährlich, was ich mache, aber er auch. Springer E4 ist hier sehr logisch im nächsten. E6 ist auch in der Pipeline. F5 auch. Man greift einfach mal auf doof den an. Warum nicht? Machen wir Springer E4, deckt den B2. Ja, ist interessant, wie er spielt, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt. Was hier mit B3 einfach? B3 geht nicht. Kann man nicht bringen. So was, ich überrolle ihn auf dem Damenflügel. Königsmühle. Springer C4 kommt B3. Dann muss er auf E3 nehmen. Mit Springer B6, ne? Also, ach man, er kann doch auf E5 nehmen. Ey, wieso sehe ich das nicht? Ich bin manchmal auch von meiner eigenen. Nee, so klar ist das nicht, weil natürlich hängt hier auch was auf hier. Ne? Und der 4 hängt auch, ne? Ich habe weniger Zeit. Der Springer auf E4 ist viel zu stark jetzt. Das war doof. Wie kann man denn das Zentrum? Das ist unglaublich, ne? Ohne Not. Er nimmt. Okay. Das ist nett von ihm, dass er das macht. Da bin ich sehr überrascht. Was erhofft er sich dabei? Na gut, Dame F6 kann er nicht zulassen. Dann muss er Dame E7 machen. Jetzt habe ich aber den. Der C5, der hängt nicht. Turm G8 bringt nichts. Dann habe ich C6. Ich habe einen starken Bauern hier. C6. Ne, Turm D6 auch, ne? Wenn der Turm wegzieht von D8, dann habe ich Turm D6. Turm G8, Turm D6. Was macht der hier eigentlich? Ich mache im nächsten B4 erstmal. Okay. Schon fast aufgabereif. Stimmt nicht ganz. Nein, der C5, der darf nicht fallen. Das ist eine sehr spannende Partie. B4, C6 würde ich gerne spielen. Warum nicht C6 sofort? C6. Turm D7 oder sowas. Okay, den decken wir. Ich habe Dame H6 übrigens, ne? Da droht doch gar nichts. Ich habe auf Dame F2 immer Turm G2. Da hat er nochmal Glück gehabt.
Aber dann sieht man auch, wie gut ich eigentlich sein kann, wenn ich mich anstrenge. Ist ein super Großmeister. Wahrscheinlich stand ich auf Gewinn irgendwann. Weiß ich nicht. War aber eine sehr spannende Partie. Hat Spaß gemacht.